Oui, salut Nico, c'est Sandrine du Promontoire là. Je t'appelle pour le héliportage du mois de mars, savoir si on peut caler la date avec toi. Ouais, ce serait le 21 mars. Ouais, le jeudi matin, c'est possible. 4 bagues, 4 rotations derrière de nourriture. Ouais, ok, et bah au top, ouais, on fait comme ça, ouais. On se redit, ouais, on se rappelle. Merci, ciao. Where are you good? Not sure. Maybe down the jail, maybe to bond. Stimmt das, dass der Alpenaufbruch vom Klimawandel zerbröckelt? Die Folgen vom Temperaturanstieg sind für alle sichtbar. Aber die Berge erwärmen sich doppelt so schnell wie der Rest von der Erde, sodass die Auswirkungen dort oben noch viel verheerender sind. Die Gletscher verschwinden, der Permafrost schmilzt und die vielen Hütten, die dort oben stehen, müssen aus Sicherheitsgründen abgerissen werden. Ganz allgemein ist es sehr schwierig geworden, sich dort oben aufzuhalten. Bergführer sprechen davon, dass Berge für Bergsteiger immer gefährlicher werden. Stimmt das? Ja klar, Hitze schafft Gletscherspalten, macht die Wege instabil und erhöht so die Lawinen- und Erdrutschgefahr. Auch wenn es die vorher fast nicht gegeben hat. Ich war das vorher in einem Neubau unten und habe noch geschaut. Weißt, wir haben ja gesagt, dass wir zwei Schlafräume schon jetzt vorbereiten. Mhm. Ich habe heute Nachmittag bereits Matratzen abzügeln. Ja, hai previsto l'ampliamento del rifugio, però non trovano i soldi. No? No. Io ho perso le speranze. Ehi, dai. J'ai un problème avec une cordée. C'est pas encore rentré de la guide du diable. Maintenant, je voulais vous aviser, mettre une préalarme parce que ils sont déjà partis là ce matin à 2 h et ils sont pas encore rentrés. Ciao. Ciao. Fra qualche giorno scendo, quindi devi preparare i disegni per le magliette. Che disegno hai scelto? I tuorani con la civetta e tutti i corvi. Ah, sono gracchi, non sono corvi. Mi sono già dimenticata. Ah. Il cappellino anche uguale? Sì. Ah. E poi cosa facciamo anche? Non lo so. Ci penseremo, dai.